Guten Abend. Sind wir einfach zu blöd? Die Erderhitzung macht sich brachial bemerkbar. Frankreich erlebt gerade eine Winterdürre. Das ist ein neues Wort. Statt erst im Sommer tröpfelt es in manchen Kommunen schon jetzt im Februar nur noch aus dem Hahn. Und die Erderhitzung wird teuer. Sie könnte, das erklärte heute erst das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, allein in Deutschland in den nächsten Jahren, also bis 2050, 900 Milliarden Euro verursachen. Und dann ist noch nicht davon geredet, wie ramponiert eigentlich die Natur ist. Dort, wo Geologen sonst Steinkeile oder Holz finden, stoßen sie längst auch auf Aluminium, Rußpartikel und auf Plastik. Plastik treibt sich überall rum, verschmutzt die Meere und die Böden und damit auch die Basis der Nahrungskette. Wenn die Menschheit so weitermacht wie bisher, beraubt sie sich der eigenen Lebensgrundlagen. Was ist daran eigentlich so schwer zu verstehen? Oder anders gefragt, warum fällt das Umsteuern so schwer? Drehen wir die Zeit kurz zurück, meine Damen und Herren. April 1972. Da gibt Ed Carpenter, ein Meeresforscher und Biologe, einer US-amerikanischen Lokalzeitung ein Interview. Er sagt, Plastik wird erst seit dem Zweiten Weltkrieg in großen Mengen hergestellt. Ich finde es erschreckend, dass es schon nach 25 Jahren mitten im Ozean auftaucht. Da fragt man sich doch, was wird denn erst in 50 oder in 100 Jahren sein? Er schlug also schon Anfang der 70er Jahre Alarm, doch dann habe er gleich zweimal Besuch von einem Vertreter der Plastikindustrie bekommen. Der habe seine Forschung harsch in Frage gestellt. Eine Kollegin vom Deutschlandfunk hat das am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin alles ganz wunderbar nachgezeichnet. Und Carpenter, so erzählt es heute, habe dann gedacht, ich kann meine Karriere nicht auf Plastik aufbauen. Er sorgte sich um seinen Ruf und seine Zukunft und ließ das Thema fallen. Tja, heute macht die Herstellung von Kunststoffen 3,4% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Es ergibt sich ein Problem mit großem Gewicht. Die Industrieländerorganisation OECD rechnet vor, dass 35.000 Eiffeltürme genauso viel wiegen wie aller Plastikmüll, der allein 2019 produziert wurde weltweit. Der Plastikmüll hat sich innerhalb von nur 20 Jahren verdoppelt. Und bis heute wird nur der geringste Teil recycelt. Es sind weltweit 9%. Die entscheidende Frage, wie lässt sich dieser Wegwerfgesellschaft etwas entgegensetzen? Schon wegen der Erderhitzung ist der Druck enorm, mit ressourcenschonender umzugehen. Er hat noch mal zugenommen seit mit Corona und dann mit dem furchtbaren Angriffskrieg Russlands, die Lieferketten gerissen sind. Woran hakt es? Welche Hürden sind da eigentlich jetzt aus dem Weg zu räumen? Anders gesagt, auf welche Widerstände müssen sich jene, die jetzt vorangehen wollen, einstellen, meine Damen und Herren, das klären wir. Wir versuchen es zumindest. Herzlich willkommen hier vor Ort in der Heinrich-Böll-Stiftung mitten in Berlin und da draußen, die Sie uns zugucken. Unser Thema, die Ablenkungsfalle, Erkenntnisse eines grünen Unternehmens in der Debatte um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Unsere Gastgeber sind die Heinrich-Böll-Stiftung zum einen, zum anderen der Ökom-Verlag. Herzlichen Dank, sage ich schon jetzt, für die Einladung. Mein Name ist Hanna Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit Umwelt- und Wirtschaftspolitik und begrüßen Sie jetzt mit mir als erstes den grünen Unternehmer, der uns seine Erkenntnisse vorträgt, uns, wie er sagt, von versteckten Tricks der Ökologiebremser erzählen wird, bevor wir dann mit spannenden Gästen debattieren. Das sind Gäste, die sich auch jeden Tag damit beschäftigen, wie wir die zukunftsfähige Wirtschaft bekommen können.
Wir debattieren mit Ihnen, was genau zu tun ist. Freuen Sie sich aber jetzt erstmal mit mir auf Reinhard Schneider. Reinhard Schneider ist der Inhaber des Mainzer Unternehmens Werner und Merz. Dazu gehören Marken wie Erdal und Frosch. Er ist eigentlich immer mit dem kleinen grünen Frosch in der Jacke zu sehen. Schneider habe das Familienunternehmen vor dem Niedergang gerettet. Seit er es im Jahr 2000 übernommen habe, schrieb die FAZ, in jedem Fall bauten Sie, Reinhard Schneider, radikal um. Sie haben die Chemie der Putzmittel geändert, auf Umweltfreundlichkeit gesetzt und vor allem haben Sie neue Verpackungen entwickelt, und zwar aus altem Material. Heute gelten Sie deshalb als Pionier der Kreislaufwirtschaft, sind darum schon 2019 mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden. Und jetzt legen Sie Ihr erstes Buch vor, das auch dem Abend hier den Namen gegeben hat. Das Buch heißt Die Ableckungsfalle. Ich lege es Ihnen jetzt schon mal ans Herz. Machen Sie sich auf neue Perspektiven darin gefasst. Die Welt schrieb schon vor der offiziellen Buchveröffentlichung, die ist am 14. März, Schneider sei ein unbequemer Geist. Er wettere beispielsweise bemerkenswert offen gegen die Greenwashing-Methoden der Konkurrenz. Und das, meine Damen und Herren, hören wir jetzt live, wie schön Reinhard Schneider, Ihre Bühne, Ihre Erkenntnisse. Bitte schön. Ja, liebe Frau Gerstmann, herzlichen Dank für diese warmen, einleitenden Worte. Ich sehe das jetzt mal so, lieber ein unbequemer Geist als ein bequemer Geist im Zweifel. Und ich werde mal versuchen, auch die 20 Minuten präzise einzuhalten, weil wir ja keine Minute auch von der Podiumsdiskussion nachher wegnehmen wollen. Sie hatten es angesprochen, andere Perspektiven. Ja, wenn wir hier im Raum, wir könnten uns ja weitgehend einig sein, worauf es ankommt. Aber lassen Sie uns zwei Schritte mal zurücktreten und unsere Perspektive erweitern auf einen so etwas allgemeineren Blick auf die Gemengelage, weil man könnte ja meinen, es läuft doch. Gerade erst gestern wurde in der Tagesschau berichtet, zumindest online und im Handelsblatt, dass der Gesamtgewinn aller DAX-Unternehmen einen Vize-Rekordwert, den zweithöchsten Wert der DAX-Geschichte erreicht hat, nachdem ja 2021 bereits bei 129 Milliarden Euro war und 2022 jetzt ein bisschen darunter bei 120 Milliarden Gesamtgewinn, ein Maximum. Naja, bei all den Sorgen und dem Gejammer läuft es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wirtschaftlich? Na gut, nicht bei allen läuft es wirtschaftlich so toll, also es gibt auch ein paar unvermeidbare kleinere Strukturbereinigungen, ja, bei denen auch die kleineren dann mal schauen, wie sie zurechtkommen, aber die großen haben auch so ihre Sorgen. Wie erkläre ich zum Beispiel, dass ich in Deutschland und in Europa abertausende Stellen abbauen muss, um in China gleichzeitig 10 Milliarden alternativlos in Neuplastikproduktion zu investieren? Und dennoch dabei grün rüberzukommen, das ist schon anspruchsvoll. Aber die Stützung des Aktienkurses, des Börsenkurses verlangt so etwas halt. Erst recht, wenn man gerade erst eine hohe Wertberichtigung ja, für eine ja, große Autokratie-Investment, ein großes Autokratie-Investment in Russland kompensieren muss. Aber was soll's, im Großen und Ganzen hat man sich inzwischen zwischen Politik und den Kunden und der Wirtschaft recht passabel und dauerhaft arrangiert. Wie in einem langfristigen Vertrag. Aber leider in einem Vertrag zulasten eines Dritten beziehungsweise zulasten einer Dritten unserer Umwelt, unserer Natur. Und anders, als das sonst bei solchen Verträgen oft der Fall ist, wo der einvernehmlich Übervorteilte sich dann irgendwann meldet, ist das in diesem Fall oft weniger der Fall, auf jeden Fall nicht juristisch. Meldet sich die Umwelt nicht allzu häufig. Vielleicht in Form von NGOs, die sich dafür einsetzen, aber ansonsten sieht man nicht allzu viele Klagen direkt von der Umwelt kommen. Auf diesem Weg, aber es gibt natürlich andere Wege, in denen die Umwelt sich sehr wohl meldet. Und das sind die spürbaren, sichtbaren und letztlich auch unüberhörbaren, immer öfter aufkommenden Störfälle,
des Klimas und die Folgen daraus. Die kennen wir alle. Und schon sind wir bei dem leidigen und nervigen Problem, ja, der sogenannten kognitiven Dissonanz, um das mal so ein bisschen psychologisch zu formulieren. Das heißt, den unangenehmen Wahrnehmungen von Unstimmigkeiten in unserem Tun bzw. Nicht-Tun. Kognitive Dissonanzen zu verspüren ist äußerst menschlich, ist auch nichts Negatives, aber es stellt sich wie so oft die Frage, wie man mit solchen kognitiven Dissonanzen umgeht. Und das ist wiederum sehr abhängig von den jeweiligen Konventionen in der jeweiligen sozialen Bezugsgruppe der Menschen, um die es geht, um die Anreize und um die wahrgenommenen Belohnungen. Welche Anreize und welche Konventionen treiben zum Beispiel nahezu 50% der deutschen Manager dazu, in einer Umfrage jüngst bei Russell Reynolds letztes Jahr sogar offen zuzugeben, dass für sie das Thema Nachhaltigkeit ausschließlich ein Thema für PR und Werbung ist, aber nicht für eine Umgestaltung der eigenen Wertschöpfungskette? Welche Konventionen sind das genau? Welche Anreize? Obwohl man weiß, dass wahrscheinlich die Dunkelziffer noch viel schlimmer ist, weil die Leute ja aus sozial erwünschtem Antwortverhalten heraus nicht unbedingt immer so gerne Sachen zunehmen, die manche nicht so gut finden. Welche Anreizsysteme, welche Konventionen treiben denn Analysten dazu, so oberflächlich ihre Kriteriensysteme aufzustellen, dass selbst wenn das Wort Nachhaltigkeit oder Sustainability dort abgeprüft wird, es sind immer nur symbolhafte Dinge sind, die abgefragt werden im Sinne eines Checkbox-Illusionismus, der letztlich dazu führt, dass sich so wenig ändert, so unglaublich wenig. Es gab neulich erst vor 2 Wochen einen Bericht über die Mehr der Konzerne und die Beschränkung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad, weil man herausgefunden hat, dass sehr viele große Konzerne zwar Versprechungen gemacht haben, dass man gelobt, alles zu tun, um diese Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, indem man auch seine CO2-Bilanz entsprechend auch zügelt. Aber man kommt diesen Versprechungen nicht nach, und zwar bei weitem nicht nach. Und neben den Analysten, die dann halt letztlich doch die Kriterien anwenden, die sie immer schon angewendet haben, das heißt Bilanzrelation, Umsatzrendite, Return on Investment und Ähnliches vorrangig, geht es auch um den Bürger. Wie hilflos abgelenkt ist denn der normale Bürger, wenn er sich Sachen aufschwatzen oder auch verkaufen lässt, die eigentlich absehbar nicht so ganz funktionieren können, sodass die Verschleppung der ökologischen Transformation letztlich in Deutschland System geworden ist. Aber ich will nicht alles auf den Bürger schieben, weiß Gott nicht, aber es gibt eine Reihe von Dingen, eine Reihe von Vorschlägen, die Bürger auch verführen zu denken, na ja, wir sind ja dabei, man kann ja nicht alles sofort. Es ist auch alles so überkomplex. Aber immerhin, wenn wir alles mal so ein bisschen in eine Kennzahl gießen können und wenigstens so einen Begriff, ja, einen Zusammenfassungsbegriff herauskristallisieren, herausdestillieren könnten, dann könnten wir es doch einfacher machen. Zum Beispiel diese CO2-Bilanz. Wenn wir es schaffen würden, einfach überall zu schauen, dass wir CO2-neutral werden, möglichst schnell, dann kriegen wir es doch eigentlich in den Griff. Meinetwegen auch über Kompensationen, warum denn nicht? Auch darüber wird in dem Buch einiges geschrieben werden müssen oder ist geschrieben worden, weil das mit den Kompensationen, dass das nicht so richtig funktioniert, auf jeden Fall bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es versprochen wurde und nötig wäre, das spricht sich rum, mittlerweile auch bei den Landgerichten, die das als Konsumententäuschung einschätzen, sogar schon in der zweiten, zum Teil dritten Instanz. Andere Ablenkungsfallen gibt es auch noch zu besprechen. Da freue ich mich dann schon auf die Podiumsdiskussion. Da geht es auch noch mal um das Kernthema Plastik. Zum Beispiel, ob eine Pyrolyse wirklich der Weisheit letzter Schluss ist bei der Kreislaufführung, wenn man dann letztlich auch weiß als Ökobilanzierer, dass das eher eine Unterart der Verbrennung ist, weil es ein Energiemonster ist. Aber die Konzerne, die sich dafür stark machen, halt auch relativ günstigen Zugang zu
Energieträgern haben und auch mit der Petrochemie sonst viel zu tun hatten. Damit kann man aber natürlich auch, mit dem Öl kann man vielleicht zum Beispiel auch synthetische Kraftstoffe herstellen. Auch ein ganz top aktuelles Thema. Vielleicht haben Sie gestern auch ein Interview mit Herrn Lindner gesehen. Warum eigentlich nicht? Dann hat auch der Verbrenner wieder seine ökologische Legitimation, weil es bleibt ja alles klimaneutral, wenn der Kraftstoff klimaneutral hergestellt wurde und wenn der dann wieder verbrennt, dann ist es ja im Kreislauf. Wenn man quasi Unmengen an Grünenergie zur Verfügung hätte, um all das zu synthetisieren, könnte das ja funktionieren. Gut, die Unmengen an Energie, die haben wir jetzt nicht, aber man muss ja technologieoffen bleiben. Ja, vielleicht klappt es ja nochmal mit der Kernfusion. Da hofft man ja schon lange drüber. Da gab es neulich erst einen Bericht, man hätte schon einmal so viel Energie rausbekommen wie reingesteckt. Gut, bis zur Marktreife dauert es nochmal 10 Jahre, mindestens sagen auch die Experten, und nochmal 20 Milliarden Unterstützung oder 50 oder so. Gut, das sagen die immer, wenn sie gefragt werden, haben sie auch vor 10, vor 20, vor 30 Jahren gesagt. Aber man muss ja offen bleiben für alles, was da kommt. Vielleicht gibt es die rettenden Technologien ja schon nächstes Jahr. Und bis dahin, Übergangsrealpolitik braucht es ja auch. Wir haben so viele andere Sorgen, so viel in dieser Überkomplexität, die den Bürger ja eigentlich sonst nur belastet. Wie kann man denn überhaupt ein Gegengewicht auch für den normalen Verbraucher schaffen, für, naja, diese, ich nenne es ja mal den strukturellen Opportunismus, so wie er gelernt wird oder gelehrt wird in den Großkonzernen mit ihren Wertesystemen? Das Buch versucht, eine Antwort zu geben in Richtung Aufbau eines sogenannten qualifizierten Vertrauens, in Abgrenzung zum normalen Vertrauen, das manchmal ja so ein bisschen in den Verdacht kommt, ein naives, blindes Vertrauen zu sein. Aber das qualifizierte Vertrauen ist anders aufgebaut. Es ist erarbeitet, es ist bewiesen, es ist über die Mehrheitsmeinung einer unabhängigen Wissenschaft hergeleitet, basierend auf den besten Technologien, die man nicht auswendig lernen muss als normaler Konsument. Das wäre ja sehr, sehr mühsam. Aber von der sich rumspricht, dass sie der Mehrheitsmeinung der Wissenschaft entspricht, um mit jetzigen vorhandenen Technologien den besten Weg der Kreislaufwirtschaft zu schließen nach Kriterien, die allgemeingültig sind. Wie zum Beispiel Schließung des Kreislaufs in Menge, aber auch in Qualität und nicht Downcycling, und das mit möglichst wenig Energie, bitte. Und nicht die Energie, die Großkonzerne glücklich macht. Nun, die Frage ist auch, wie können wir das vermitteln und letztlich wollen können, statt müssen zu sollen? Denn über die Suffizienz oder durch den Verzicht oder durch das Müssen, durch die aggressive Vermittlung von Awareness und sagen, es ist nicht 5 vor 12, sondern 10 nach 12. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Man kennt das zum Teil auch aus der Kindererziehung. Man kann das vermitteln, aber solange die Bezugspersonen, ja, die Rezipienten, um die es geht, die Kinder oder die Bürger, das nicht unmittelbar wirklich drängend spüren, gibt es immer andere Themen, die natürlich erstmal dann wieder sich in den Vordergrund drängen. Weil manche langfristige Dinge, die spürt man noch nicht so unmittelbar, dass sie einen wirklich drängen und sagen, ich muss, ich muss, ich muss. Daher geht es darum, Auswege aus dem zu finden, was die Psychologen erlernte Hilflosigkeit nennen. Die Wahrnehmung der Überkomplexität, die viele lähmt und sagt, ich bin doch ohnmächtig, ich kann mich doch gegen die Großen und gegen diese Vielfalt, gegen diese Unsicherheit, gegen diese Überlastung nicht aufbäumen. Ich mache nur noch in meinem ganz kleinen Kreis etwas. Wie kommt man aus erlernter Hilflosigkeit heraus? Auch da weist die Psychologie eigentlich grundsätzlich Pfade, ja? Über instrumentelles Lernen und vor allem auch über Selbstwirksamkeit der eigenen Aktivierung. Unter welchen Bedingungen sind Menschen, egal ob es Bürger sind oder Analysten, ja, Banker, ja, oder vielleicht auch Politiker, erst recht bereit, Verantwortung wirklich zu übernehmen, anstatt sie nur rumzuschieben und zu sagen, ich habe einen, der noch schuldiger ist und ich kann ja nicht, weil. Die Bedingungen sind, man muss das Gefühl haben, dass man in der Lage ist, etwas zu tun, das Können. Ja. Zweitens muss man das Gefühl haben, es bringt etwas, es ist sinnhaft, das, was ich tue. Und last but not least, ja, ein Stück Anerkennung ist auch unerlässlich, damit Menschen bereit sind, mühsame, unbequeme Verantwortung mehr zu übernehmen. Es gibt Hilfsmittel, die das erleichtern.
Open Innovation, die zum Beispiel Zugang zu Know-how schafft, da wo andere wegpatentieren und Know-how wegsperren, zum Teil nicht mal um es selber bei umweltdienlichen Technologien zu nutzen, sondern nur um andere daran zu hindern, diese Technologien zu nutzen und ihnen dann grünen Wettbewerb zu machen. Open Innovation, auch etwas, was sehr stark vertieft wird in dem Buch. Und man kann zum Beispiel Analysten dazu bringen oder könnte sie dazu bringen, auf Audits zu hören bei Großkonzernen, bei denen auch Nachhaltigkeitsexperten der jeweiligen Warengruppe mal hinter die Kulissen schauen und schauen, wird dort wirklich Nachhaltigkeit gelebt in der Kreislaufwirtschaft oder geht es nur um die Fassade, irgendwelche CO2-Kompensationen, die am Ende gar keine sind, wenn es dann darum geht zu sagen, Daumen hoch oder runter bei der Empfehlung Kauf der Aktie oder Verkauf an den Börsen. Auch das könnte man tun. Tja, das sind jetzt ein paar wenige Beispiele, weil bevor ich anfange, alle Ablenkungsfallen noch aufzuzählen, die es sonst noch gibt, die einen daran hindern, aus seiner eigenen vermeintlichen erlernten Hilflosigkeit auch mal auszubrechen, sind die 20 Minuten schon längst vorbei. Das würde ja auf Kosten der Podiumsdiskussion gehen, um Gottes Willen. Deswegen last but not least am Ende, und das ist auch ein Thema des Buches, ja, es geht auch ein Stückchen weit um die Haltung, die richtige Haltung, die es uns ermöglicht, die notwendigen Handlungen dann auch in Angriff zu nehmen. Denn der Mensch ist letztlich, zumindest meines Wissens nach, die einzige Spezies, die langfristig Dinge antizipieren kann. Wobei eigentlich müsste man sagen, könnte. Wir könnten lernen, das im Sinne unserer Umwelt wirklich zu wollen. Das wäre doch mal was. Vielen Dank. Herr Schneider, ganz herzlichen Dank Ihnen und Sie müssen natürlich unbedingt bei uns bleiben, damit wir weiter mit Ihnen diskutieren können. Die Verschleppung der ökologischen Transformation sei zum System geworden, haben wir gerade von Reinhard Schneider gehört. Und es geht dabei ja nicht nur um Plastik, wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden. Manche Modekette wirft im 14-Tage-Takt eine neue Kollektion auf dem Markt. Ich sage Ihnen jetzt schon mal, Trend im Frühjahr, habe ich heute gelesen, 2023, zarte Lavendelnuancen. Früher war die Waschmaschine fast eine Anschaffung fürs Leben, der Eichenschrank sowieso. Nicht nur ein schwedisches Möbelhaus hat da einen neuen Stil geprägt. Wir kaufen neu. Und die Häuser, die reißen wir ab, wenn sie kaum einige Jahrzehnte alt sind. Das ist Verschwendung pur, ja ein Desaster, für das es eine ganz berühmte Formel gibt. Würden die Menschen überall so leben wie in Deutschland, wären drei Erden nötig. Und das soll sich ändern, meine Damen und Herren. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schreibt auf der Rückseite von Ihrem Buch, Herr Schneider, die Weise, wie Werner und Merz arbeitet, müssen wir als Standard der Zukunft sehen. Und was dafür jetzt genau getan werden muss, das besprechen wir mit diesen Gästen. Unbedingt mit Reinhard Schneider. Sie dürfen sich dorthin setzen oder dorthin setzen. Und mit Susanne Cech-Konduros. Sie leitet die Unterabteilung Rohstoffpolitik, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschutz und Umweltrecht in Habecks Ressort, also im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und sie hat ganz gut zu tun. Sie muss nämlich die deutsche Rohstoffstrategie umsetzen. Deutschland will unabhängiger werden, etwa von China wie auch die EU. Wer auf europäischer Ebene welche Interessen vertritt. Auch das wissen Sie sehr gut. Sie waren bis Mitte vergangenen Jahres Botschafterin der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU in Brüssel. Wie viel Schneider in Ihren Plänen jetzt steckt, das müssen wir mit Ihnen besprechen. Schön, dass Sie da sind, Susanne Cech-Konduros. Gerne hier. Und wir reden mit Nora Sophie Griefan, Umweltwissenschaftlerin. Vor gut 10 Jahren hat sie die NGO Cradle to Cradle gegründet. Von der Wiege zur Wiege. Sie will also alle Produkte, nicht nur Plastikdinge, so designen, dass sie nicht in der Tonne landen.
Ihr Vater, der Chemiker Michael Braungart, hat die Cradle-to-Cradle-Idee einst konzipiert. Sie entwickelt sie nun weiter. Im Sommer vergangenen Jahres hat sie dafür auch die Toten Hosen und die Ärzte gewonnen. Sie hat auf den Konzerten der beiden Bands im August in Berlin mit ihrem Team die Kreislaufwirtschaft eingeführt. Warum ihr etwa die Gabeln Kopfschmerzen gemacht haben, das wird sie uns erklären. Nora Sophie Griefan, wunderbar, dass Sie da sind. Bitte schön. Und wir reden mit Klaas Öhlmann, Geschäftsführer der BDI-Initiative Circular Economy. Dahinter stecken rund 60 große Unternehmen und Verbände aus dem Bundesverband der deutschen Industrie. Diese haben sich vor knapp 2 Jahren zusammengetan. Sie, Klaas Öhlmann, kennen das politische Geschäft gut. Sie waren zuvor beim Bundesumweltministerium mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigt und auch einige Zeit in der Brüsseler Vertretung des Bundesverbandes der deutschen Entsorgungswasser- und Kreislaufwirtschaft. Jetzt sind Sie in Brüssel und Berlin unterwegs. Ob Schneiders Wirtschaft für alle etwas ist oder wo genau die Unterschiede liegen, was denken Sie davor? Hören wir. Toll, dass Sie da sind, Klaas Öhlmann. Und per Video zugeschaltet, meine Damen und Herren, ist uns jetzt Janine Corduan, Expertin für Kreislaufwirtschaft beim BUND, einem der großen Umweltverbände in Deutschland. Sie hat technischen Umweltschutz studiert, ist ausgezeichnete Wissenschaftlerin, hat den DIN-Nachwuchspreis für wissenschaftliche Arbeiten erhalten, hat auch schon in der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet, und zwar im Bereich internationale Umwelt- und Klimapolitik. Die Menschheit sei Teil eines großen Experimentes, sagt sie, weil nicht klar ist, wie viel Mikroplastik der Mensch verträgt, er aber jede Woche 5 Gramm davon aufnimmt durch Atmen, Essen, Kosmetik. So viel wiegt eine Bankkarte. Müssen wir also doch auf Plastik verzichten? Das müssen wir Sie fragen. Janine Corduan, toll, Sie zu sehen. Dröseln wir das nochmal auf, meine Damen und Herren, wo wir denn jetzt eigentlich ganz genau stehen. Susanne Schech-Konduros, das hört man in diesen Tagen immer wieder. Was, wenn China Taiwan angreift, weil es den demokratischen Inselstaat als Teil der Volksrepublik ansieht? Diese Frage stellt sich aus diesem Schock heraus, dass erst mit Corona die Lieferketten unterbrochen wurden, dann mit dem Ukraine-Krieg Deutschland sich in Abhängigkeiten begeben hat. Was hören Sie da jetzt aus der Wirtschaft? Sagen die, hey, wirklich, ihr müsst da jetzt mal Tempo machen, oder sagen die erst, nee, macht lieber jetzt gerade gar nichts, das schaffen wir gerade nicht, wir haben schon genug zu tun. So, jetzt glaube ich, geht es besser, ne? Ganz wunderbar. Herzlichen Dank. Ja, Frau Gerstmann, herzlichen Dank für Ihre Frage. Die ist natürlich sehr komplex, Ihre Frage. Natürlich. Aber das war wahrscheinlich auch beabsichtigt. Ja, denn ich meine, es geht natürlich nicht erst so los, dass wir aufgrund der Pandemie und aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine über Abhängigkeiten, strategische Abhängigkeiten sprechen, sondern eigentlich ist das Thema schon viel länger bekannt. Nur bis dahin hat eben alles gut geklappt. Also das heißt, bis dahin haben die Lieferketten alle funktioniert. Wir haben diese Just-in-Time-Produktion. Also von daher nach dem Motto, nothing to worry about. Und ich glaube, jetzt ist natürlich irgendwo, ich meine, unser Kanzler spricht von der Zeitenwende, aber ich glaube, diese Sensibilisierung für Lieferketten, für das Erkennen von strategischen Abhängigkeiten, das ist schon jetzt anders geworden. Also das spürt man auf alle Fälle. Nur, ich meine, die Wirtschaft ist eben die Wirtschaft und die guckt eben, wie ist das mit den Preisen, die ich für etwas bezahlen muss. Sobald die Preise wieder sinken, ist natürlich auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit wieder im Sinkflug und bis zur nächsten Krise. Aber können Sie dafür Stabilität sorgen? Sorry. Können Sie dafür Stabilität sorgen? Sagen wir, wir wollen auf alle Fälle seitens der Bundesregierung, werden wir natürlich für Stabilität sorgen, weil wir jetzt gesagt haben, okay, das geht so nicht mehr weiter. Und vor allen Dingen, wir wollen ja auch die Transformation irgendwie hinbekommen. Dafür wissen wir, dass wir zunächst mal, bevor wir dann tatsächlich in Sekundärrohstoffe richtig größer einsteigen können in Bezug auf Kreislaufwirtschaft, Recycling, bis dahin brauchen wir aber sehr viele Primärrohstoffe. Das
glaube ich, ist eben einfach ein Problem dabei. Da haben wir diese strategischen Abhängigkeiten. So, das heißt, wir müssen hier irgendetwas tun, wir müssen hier dranbleiben und wir können nicht einfach nur mit dem Verlauf der Preise irgendwie sagen, okay, jetzt lehnen wir uns zurück und alles ist gut. Denn was Sie sagen, Taiwan, das hört sich sehr abstrakt, glaube ich, für viele an und auch für sehr weit weg. Sie haben aber genauso mitbekommen, wie die US-Amerikaner jetzt darauf reagieren, dass eventuell China Waffen liefern könnte an die Ukraine und an die Russen, und dass dann eben irgendwo das Problem von Sanktionen und damit von Interrupting of der Supply Chains natürlich sehr viel schneller kommen kann. Also das heißt, das ist ein Thema, wo wir absolut, absolut dranbleiben wollen, insbesondere wenn die Transformation gelingen soll. Okay, man muss da dranbleiben. Aber können Sie noch mal ganz kurz sagen, was ist da eigentlich in den letzten Jahren schiefgelaufen? Weil schon Anfang der 1990er Jahre trichtete der damalige Umweltminister Klaus Töpfer uns allen ein, dass Vermeiden besser ist als Wiederverwenden. Wiederverwenden ist besser als Recycling. Und Recycling ist besser als Verbrennen. Und trotzdem steht Deutschland, wenn es um den Müll geht, Deutschland sieht sich ja immer so als die besten Müllsammler und so weiter. So ist es aber gar nicht. Wir stehen an der Spitze des Müllaufkommens. Das Verpackungsmüllaufkommen liegt pro Kopf jedes Jahr bei 262 Kilo. Das ist europaweit Spitze. Ja, das ist ein Problem. Absolut. Absolut. Aber andererseits, wir glaube ich, was das Recycle anbelangt, jedenfalls von bestimmten Stoffen, sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir sind, glaube ich, mit 13% der Circular Rate sind wir eigentlich, glaube ich, noch ganz gut. Da sind wir jetzt nicht hinten dran. Oh, da lacht Frau Griefhahn. Vielleicht gebe ich Ihnen dann das Stichwort. Ja, also mit 13% sich als gut zu bezeichnen, ist natürlich sozusagen... Nein, im Vergleich jetzt zu den anderen Mitgliedstaaten, wenn Sie sagen, vom Ranking her... Ja, klar, aber die Frage ist ja trotzdem, wo müssen wir hin? Und wenn wir darüber sprechen, dass wir uns mit 13% zurücklehnen und sagen, wir sind relativ gut im Vergleich zu den anderen, dann... Nee. Okay, ja, Sie dürfen ambitionierter sein. Von zurücklehnen ist auch gar keine Rede. Deswegen, ich habe gesagt, das muss auf alle Fälle erhöht werden. Und wir haben, glaube ich, laut Koalitionsvertrag, dass wir sagen, wir wollen das auf alle Fälle verdoppeln bis 2030. Das heißt also, von zurücklehnen kann da keine Rede sein. Naja, aber wir setzen doch momentan, wenn wir uns das angucken, unsere ganzen Ziele matchen wir überhaupt nicht. Also wir reden davon, dass wir sozusagen eine Rohstoffstrategie machen und dann reden wir davon, dass wir uns CO2-Reduktionsziele setzen und über Klimaneutralität sprechen. Aber das wirklich zusammenzubringen und zu sagen, wir müssen doch sozusagen unsere Rohstoffe als das sehen, was sozusagen maßgeblich auch dafür ist, wie auch der Klimawandel vorangeht, das zusammenzubringen und damit auch Vorreiter für andere Länder zu sein, da sind wir doch noch ziemlich schlecht drin. Aber ich glaube, wir haben uns viel vorgenommen. Doch, der Koalitionsvertrag, glaube ich, auf alle Fälle. Und Sie müssen dafür, wir kommen dann gleich zu Janine Cordwan, aber das muss ich Sie noch kurz fragen. Sie müssen ja Regeln entwerfen, um auch Ihre Ziele einzuhalten. Nun haben Sie aber in der Fortschrittskoalition starke Kräfte, die solche Regeln gar nicht so gut finden für die Wirtschaft. Wie kommt man da raus? Indem wir natürlich uns den Koalitionsvertrag vornehmen, keine Frage. Aber natürlich ist es eben auch so, und ich meine, das sehen Sie auch jeden Tag wiederum in den Nachrichten, dass natürlich wir auch als Bundesregierung nur geschlossen handeln können. Das heißt, hier kann nicht ein Koalitionspartner, wenn er sagt, er hat Recht, mit einer eigenen Idee vorpreschen und denkt, dass er damit durchkommt. Ich meine, wir müssen eben in der Bundesregierung schon versuchen, alle zusammenzubringen und dort eben dann gemeinsam zu handeln, weil ansonsten, glaube ich, wäre das mit dieser Bundesregierung dann auch relativ schnell vorbei. Und ich glaube, das ist überhaupt gar nicht im Interesse von uns allen. Janine Cordwan, Sie sehen das so ein bisschen wie Frau Griefhahn. Sie haben schon mal sich dazu geäußert, dass Sie den Eindruck haben, schon wegen der neuen Flüssiggasterminals würde es keine Trendwende geben, weil Sie sagen, die seien schließlich auch dafür da, dass die Industrie die petrochemischen Standorte, wo dann an die Grundprodukte für die Plastikproduktion hergestellt werden, versorgt werden. Nun wird ja aber tatsächlich Plastik gebraucht in Zukunft. Wir brauchen Plastik allein, Hochtechnik-Kunststoffe oder auch wie immer man das nennen möchte, für Windenergie und für die Elektromobilität. Wo sagen Sie, ist Plastik gut? Wo ist Plastik schlecht? Was muss da jetzt geregelt werden?
Schönen guten Abend. Ich habe leider Corona, deshalb kann ich nicht vor Ort sein. Ich habe auf jeden Fall schon ein tolles Stichwort zugeworfen bekommen, nämlich Ziele. Die würde ich gleich nochmal eingehen wollen. Die Überkapazitäten der LNG-Terminals sind ja mittlerweile zum Glück ein wenig in die Kritik geraten. Da werden wir auch noch viel diskutieren weiter. Darauf gehe ich jetzt aber nicht weiterhin ein, sondern wir als BUND sehen vor allem, sage ich mal, die Erde als Ganzes. Wir sehen die planetaren Grenzen, die massiv überschritten sind, auch im Klimawandel. Frau Rifan hat es gerade schon gesagt, Artenschutz, also Biodiversität und so weiter. Und wenn wir diese planetaren Grenzen nicht weiter überschreiten wollen, dann müssen wir eben absolut reduzieren. Und das bedeutet für uns beispielsweise jetzt auch nicht, kein Plastik mehr zu verwenden, aber weniger fossile Rohstoffe, aber auch andere Rohstoffe einzusetzen und uns genau zu überlegen, auch gesamtgesellschaftlich zu überlegen, für was wollen wir was einsetzen? Wollen wir Plastik für Einwegverpackungen einsetzen? Wir sagen auch vor allem, dass wir uns auch nicht aus der Krise rausrecyceln können, denn wir wissen auch, es gibt einfach Physik, die können wir nicht ignorieren. Wir wissen, jeder Recyclingvorgang kostet Material, kostet Energie. Manches Material ist für immer verloren, einfach weil es teilweise in Wärme umgewandelt wird. Das heißt, das ist meine provokante These, es gibt keine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft. Und das führt uns eben dahin, dass wir die Stoffkreisläufe insgesamt verringern müssen und das, was wir haben, besser verteilen müssen. Und deshalb brauchen wir unbedingt Ressourcenschutzziele, absolute Ressourcenschutzziele. Das steht übrigens auch im Koalitionsvertrag, dass wir den Primärressourcenverbrauch verringern wollen. Das heißt, wir haben eine ganz wunderbare Grundlage, um jetzt in der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie einzusteigen in diese Diskussion und ja, diesen Korridor vorzugeben, diesen sicheren Korridor, von dem Kate Raworth öfter spricht, wo wir eben menschliche Grundbedürfnisse befriedigen, aber eben auch unsere planetaren Grenzen nicht überschreiten. Insgesamt wollen wir also Produkte, Plastik, auch Produkte aus Plastik, aber generell alle Produkte viel haltbarer machen, viel länger nutzen und in ressourcensparenden und energieeffizienten Systemen zirkulieren. Und wir brauchen aber auch weniger Produkte insgesamt. Also das ist eine ganz große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, vor der wir da stehen, der wir uns aber unbedingt stellen müssen, damit wir insgesamt darüber sprechen können, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Und ohne so ein Dach, also Ressourcenschutzziele und ein Ressourcenschutzstammgesetz, können wir diese Diskussion nicht führen. Und auch brauchen wir diese Ziele, damit auch Industrie, damit wir in den einzelnen Sektoren darüber sprechen können, wie wir das ja, gerecht miteinander und auch in der Welt eben gut hinbekommen. Wir fordern eine Reduktion von auf 10% im Jahr 2050 und um die Hälfte bis 2030. Nur das wäre tatsächlich innerhalb der planetaren Grenzen. Vielen Dank. Wie schätzen Ja, Sie? Details gerne noch später in den einzelnen Sektoren, aber ich wollte jetzt noch ein bisschen Platz lassen für meine Panelisten, die Ja, sich sehr ja gerne. dazu Eine auch Frage noch was habe zu ich sagen noch haben. an Sie. Wie schätzen Sie das ein, dass im Moment so viele Unverpacktläden offenbar nicht weitermachen können? Was heißt das? Das ist aus unserer Sicht natürlich sehr, sehr schade. Diese Unverpacktläden sind ja sehr zukunftsweisend für uns. Sie benutzen sehr wenig Verpackungen, Mehrwegverpackungen, auch im Business-to-Business-Bereich. Also wir haben in unserem Exit-Plastik-Netzwerk auch den Unverpacktverband. Also das ist alles sehr schade. Es hat ja natürlich was mit der wirtschaftlichen Situation zu tun und aber auch mit unserer gesellschaftlichen Situation, in der ja, die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Also wir müssen auch um eine über eine Umverteilung innerhalb unserer Gesellschaft sprechen, sodass sich alle eben gutes, auch unverpacktes Essen leisten können. Wir würden uns aber auch wünschen, dass generell dieses Konzept auch implementiert wird in den Handel, also dass Mehrweg und unverpackt eben das neue Normal wird. Der Geschäftsführer der Otto-Gruppe hat heute gerade der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass die Waren, die nachhaltig sind, aber teurer seien, derzeit liegen bleiben würden. Nora-Sophie Griefahn, wir müssen mal über die Praxis reden. Sie haben das jetzt ausgetestet. Wir haben gerade gehört, diesen einwandfreien Kreislauf, das wird schwierig. Wie viel teurer war das Konzert der Toten Hosen? Naja, man kann an der Stelle nicht von teurer sprechen, weil das war, wir haben ganz, ganz viele Sachen gezeigt, die sind nicht auf dem Markt jetzt. Das heißt, dafür gab es jetzt auch kein Budget, wo man sagen könnte, dass so und so viel kostet das dann an der Stelle mehr, weil wir genau
einmal aufzeigen wollten, was ist denn alles schon möglich und was für Dinge gibt es, die man umsetzen kann, die aber vielleicht auch in der Breite noch nicht umgesetzt werden. Sie haben zum Beispiel dieses Thema der Pommesgabel kurz angesprochen, wo wir so ein ganz klares Beispiel von einem Produkt haben, was momentan so nicht mehr hergestellt werden kann, weil einfach Einwegplastik verboten wurde und jetzt sozusagen die ganze Infrastruktur gar nicht mehr dafür zur Verfügung steht. Wenn man dann aber sagt, man möchte eine Einwegplastikgabel aus einem Kunststoff machen, der wirklich für die Biosphäre gemacht ist und dann da reingehen kann, dann gibt es gar nicht mehr diese Infrastruktur dafür, weil durch den Verbot des Einwegkunststoffs einfach die ganze Infrastruktur verloren gegangen ist. Und dann muss man aufzeigen, als Pilot, dass es eigentlich sinnvoller wäre, das so zu machen und dass sozusagen diese ganzen Ketten an der Stelle wieder darstellen. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt der Wirtschaftscase für dieses Projekt gewesen, weil natürlich ist das aufwendig, was wir da gemacht haben, um das zu zeigen, dass das doch gehen kann und dass man das mit einem Kunststoff machen kann, der am Ende in der Bilanz viel, viel, viel besser ist als jedes Holz und andere Material, was man an der Stelle sonst einsetzen würde. Aber natürlich muss man es erstmal aufmachen. Jetzt in der Zukunft haben diejenigen, die da sozusagen die Gastro-Konzepte hintermachen, gesagt, sie werden das jetzt in ihre sozusagen weiteren Konzepte aufnehmen und das sozusagen skalieren und dann fängt es auf einmal an, wie sich wieder zu lohnen. Und da ist nämlich genau auch das Beispiel von dem Unverpacktladen genau das Problem. Natürlich sind diese Dinge teurer, wenn man sie halt in so kleinen Maßstäben an Stellen umsetzt. Aber wenn wir es in eine Skalierung bekommen und wenn wir wirklich uns die Beispiele angucken, wo das Unternehmen umsetzen, die halt auch viel Masse produzieren und dann nicht nur sozusagen konkurrieren müssen mit dem kleinen Startup, was das macht, dann ist es nicht mehr teurer, weil ganz viele Dinge auch wegfallen können, die Kosten verursachen. Und dann kommen wir auf einmal wirklich darüber hin zu sprechen, was sozusagen wahre Kosten sind, die vielleicht auch nochmal auf dem Weg mit eingepreist werden, die eigentlich gar nicht damit reinkommen. Und am Ende kommen wir dazu, dass sich diese Dinge auch wirtschaftlich besser lohnen. Heißt aber für Susanne Cech-Konduros, dass wir die Infrastruktur immer mitdenken müssen. Aber wir gehen mal zu Klaas Öhlmann und fragen ihn, weil Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat gesagt, insgesamt werden deutsche Hersteller bei einem konsequenten Ausbau der Kreislaufwirtschaft profitieren. Sie sind seit jeher auf hochwertige, langlebige Güter spezialisiert und haben so in einem Umfeld einer Kreislaufwirtschaft einen Wettbewerbsvorteil. Wie sehen Sie das, Klaas Öhlmann? Ist Reinhard Schneider jetzt ein Einzelkämpfer? Ist von der Industrie schon entdeckt worden, wie viel Wertschöpfung auch hinter der Kreislaufwirtschaft steckt? Also ich glaube, dass wir das noch nicht vollständig entdeckt haben, wie viel Wertschöpfungspotenziale da drin stecken. Das ist völlig klar. Das ist auch einer der wichtigsten Punkte, den wir seit 2 Jahren in unserer Initiative thematisieren. Denn wenn Kreislaufwirtschaft wirklich Wertschöpfungsmodell werden soll in einem Industrieland, das ja nun nicht nur konsumentinnennahe Produkte herstellt, sondern überwiegend Maschinen, Autos, Zwischenprodukte, Bauteile und so weiter, dann haben wir eine ganz andere Aufgabe nochmal vor uns, das zu einem wirklichen Wertschöpfungscase umzubauen. Das ist das Ziel, das muss es auch sein. Wir haben es ja schon gehört. Die Herausforderungen sind, glaube ich, ja, sind ja völlig klar. Was, glaube ich, nicht zielführend ist, da muss ich eben ein bisschen schmunzeln, wenn man argumentiert, naja, dann schaffen wir halt die LNG-Terminals wieder ab und wenn in Ludwigshafen und Leverkusen die Lichter ausgehen, dann werden wir nachhaltig. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen kurz gedacht. Das hätte nämlich ganz andere Konsequenzen noch. Plus müsste man mal die Leute fragen, die da arbeiten und in den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir sind am Anfang zu erkennen in der Breite, dass Kreislaufwirtschaft, Wertschöpfung sein kann und ich persönlich bin davon überzeugt, dass es das sein muss. Und der Weg, der ist steinig, wie bei Nachhaltigkeitsthemen generell. Da bin ich ganz auf sozusagen der fachlichen Linie. Sowas muss Unternehmensstrategie sein, sonst gerät man in Situationen, wo es ein reines Kommunikationsthema ist. Und dann ist der Sache nicht gedient. Das ist bei der Kreislaufwirtschaft ganz genauso. Und das ist nochmal
um einiges schwieriger, als wenn ich einen reinen CO2-Blick habe. Dann da habe ich immer eine sehr schöne Quantifizierungsmöglichkeit. Kreislaufwirtschaft ist ja in vielen Punkten doch viel komplexer zwischen CO2 und anderen Themen. Von daher zusammengefasst, wir stehen am Anfang eines Weges, wenn wir einen Industriestandort in Kreislaufwirtschaft Wertschöpfungs umbauen wollen. Reinhard Schneider schlägt Open Innovation vor, beklagt, dass Hersteller ihr Know-how wegschließen würden. Wie sehen Sie das? Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Glaube aber auch, dass wir hatten die Diskussion ja auch bei Corona-Impfstoffen und so weiter, wie viel Open ist gut, wie viel Open ist nicht gut, wir das nicht abschließend bewerten. Ich glaube, es braucht einen Mix, also Open Innovation als Weg. Wir brauchen aber auch, und das kennen wir aus dem Abfallbereich ja seit Dekaden, wir brauchen schon auch Regeln, wie wir das Ganze uns vorstellen in Europa, im Industrie-Europa, wie wir einen fairen Wettbewerb schaffen. Deswegen nehme ich mal eine These gleich vorweg und räume die ab, dass der freie Markt die Kreislaufwirtschaft schaffen würde. Nein, der freie Markt hat auch keine hochwertige Abfallsammlung geschaffen. Wir brauchen schon Regeln, die das Level Playing Field machen. Wir erfahren ja schon seit einigen Jahren, dass es sehr viele Regeln gibt, gerade auf europäischer Ebene. Man könnte bei den Preisen ansetzen. Man muss bei Preisen ansetzen. Wir haben es ja schon gehört heute. Preise in einer Shareholder-Value-getriebenen Welt sind Preise nun ein ausschlaggebender Faktor. Will auch das nicht bewerten, ob das immer sozusagen die langfristige Planung erleichtert. Aber ja. Reinhard Schneider macht Ihnen direkten Vorschlag. Wie kann man da jetzt ansetzen? Wie kommt man auf dieses Level-Playing-Field, von dem Ökonomen immer sprechen? Moment, darf ich das vielleicht ist noch natürlich jetzt eine Steilvorlage, auf die ich sehr gerne reagieren möchte, wenn Sie mir das gestatten würden. Nee, weil ich wollte mich noch eine andere Frage stellen. Deswegen, ich frage Sie dürfen gerne auch noch eine Frage stellen. Ja, absolut. Okay. Bitte, Herr Schneider. Sie hatten vorhin ja auch zu Recht gesagt, die Wirtschaft macht gerne das, was am günstigsten ist, solange man nicht eine Marke hat, die auch deswegen gekauft wird, weil sie vielleicht, auch wenn sie teurer ist, erkennbare, erfüllte, vertrauenswürdige Werte dann auch in besonderem Maße schon verkörpert. Okay, das ist auch legitim, dass die Wirtschaft auf das Günstige geht. Das ist natürlich auch dann, wenn das verfügbare Volkseinkommen auch unter Anspannung steht, wie die in diesen Krisenzeiten, absolut verständlich. Die Frage ist natürlich, welche lenkungspolitischen Maßnahmen man setzt, um funktionierende Kreislaufwirtschaft auch so zu fördern, dass sich eigenständige Märkte bilden können, die dann auch ohne Subventionierung sich durchsetzen können. Und da möchte ich zwei sehr, sehr konkrete Beispiele nennen. Zum einen, es ist gesagt worden von meinen Kollegen von dem BDI auch, es geht darum zu schauen, dass da die richtigen Anreize gesetzt werden für Kreislaufwirtschaft. Und dass man seit 2 Jahren dabei ist, sich darum zu kümmern. Vor 2,5 Jahren hatte die EU beschlossen, dass eine Plastiksteuer auf Neuware eingeführt wird, nämlich nur auf das umweltschädliche Virgin-Plastik, was, während wir hier reden, immer noch in ganz, ganz großem Umfang, auch wenn es vollkommen recyclingfähig ist und brav in den gelben Sack sortiert wird, am Ende mehrheitlich verbrannt wird, weil niemand da ist, der es recycelt, warum? Weil es so teuer ist. Das heißt, ja, es wäre lenkungspolitisch hoch sinnvoll zu sagen, wir verteuern Virgin ein Stückchen weit in der Hoffnung, dass das Rezyklat dann auch wettbewerbsfähig wird vom Preis. Es sind 2 Dinge passiert. Der damalige Hauptgeschäftsführer des BDIs, Joachim Lang, hieß er, glaube ich, Joachim Lang, hatte der deutschen Presseagentur gesagt, das, was die EU will, nämlich die Plastiksteuer auf Neuware, das sind 800 Euro pro Tonne, ja, das wäre, ich zitiere, Gift für Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland und derzeit besonders kontraproduktiv. Wörtliches Zitat, kann man googeln. Und er hat es geschafft, dass tatsächlich Deutschland das einzige größere Land in Europa ist, bei dem die europäische Plastiksteuer, die gezahlt werden muss an die EU, nicht
eine positive Lenkungswirkung in Richtung Verteuerung des umweltschädlichen Virgins hat, sondern ihre Lenkungswirkung komplett beraubt wurde, indem sie einfach aus dem anonymen Steuerhaushalt von jedem Steuerzahler zu bezahlen ist. Warum? Weil der BDI sich durchgesetzt hat, dass das Gift für Wohlstand und Beschäftigung ist, wenn wir Virgin zu teuer machen im Vergleich zu Rezyklat. Denn das passiert in Frankreich, in Italien, selbst in England, obwohl es nicht mehr in der EU ist. Frankreich hat das verursachergerecht umgelegt. Und da habe ich mich auch gefragt, ab wann ist denn eine Steuer, eine Mehrsteuer wirklich Gift für die Republik, für Wohlstand und Beschäftigung und jetzt besonders kontraproduktiv in der Höhe? Und ich habe mir erlaubt, die 800 Euro mal auszurechnen auf eine handelsübliche 20 Gramm Plastikflasche, so wie unsere, runtergebrochen, wie viel das noch gewesen wäre an, ich sag mal, Gift und so weiter. Das wäre 1,6 Cent Verteuerung pro Flasche ist Gift für Wohlstand und Beschäftigung. Insgesamt geht es um 1,4 Milliarden Euro im Jahr für Deutschland, die dem Steuer, also dem Haushalt. So, und damit nicht genug. Es gibt noch eine zweite Steuer, die mit der Plastiksteuer überhaupt nichts zu tun hat, die aber auch lenkungspolitisch wahrscheinlich noch stärker wirkt, aber die weiterhin in exakt die falsche Richtung eingestellt bleibt, und das ist die Mineralölsteuer. Wie vielen von Ihnen im Raum ist bekannt, dass so ziemlich alles, was Sie aus Rohöl herstellen können, ja, also Benzin, Diesel, ja, Heizöl, einer sehr, sehr hohen Mineralölsteuer unterliegt. Ja, viele, viele Prozente, das wissen, glaube ich, alle. Wussten Sie, dass das Einzige, was man aus Rohöl herstellen kann, das komplett von der Mineralölsteuer befreit ist, Virgin Plastik ist? Das ist eine versteckte Subventionierung von Virgin. Das heißt, die Mineralölsteuer ist eine versteckte Subventionierung des Umweltschädlichen, will man bisher nicht ändern. Und die EU-Plastiksteuer, die hat man quasi kastriert, die hat man ihre Lenkungswirkung komplett beraubt, nur extra für Deutschland, obwohl im Koalitionsvertrag sogar drinsteht, dass die verursachergerechte Umlage der Plastiksteuer angestrebt werden soll. Ist leider nicht im Umweltministerium, sondern steht im Bereich des Finanzministeriums im Koalitionsvertrag. Das ist eine sich sehr eingebende derzeit Fortschrittskoalition. Nichts, weil es war schon mal so weit, dass mein letzter Satz, dass die Industrie dazu übergegangen ist, freiwillig auf Rezyklate zu gehen, die man in Top-Qualität herstellen kann mittlerweile, um auch aus dem gelben Sack übrigens Plastik so zu recyceln, dass es in den USA schon Food-Grade ist und wir dort schon Mineralwasser verkaufen könnten in unseren Flaschen, vom Verbraucher super akzeptiert. Das war Anfang des letzten Jahres, sind viele Hersteller, auch einige unserer Wettbewerber, umgestellt auf Rezyklat, sogar aus dem gelben Sack. Warum? Weil Virgin vorübergehend am Anfang des Ukraine-Kriegs so teuer war, dass es günstiger war, Rezyklat zu nehmen. Jetzt wird Virgin wieder günstig, weil die Erdölpreise sinken wieder. Was passiert? Man geht weg vom Plastik. Es gibt weniger Recycling als vorher. Das ist die Fehlorientierung der Lenkungspolitik. Frau Tschechkunouras, was sagen Sie dazu? Wie könnten Sie das einflechten? Was mich jetzt interessieren würde, denn ich meine, Sie sind ja auch Unternehmer. So, und da fragt man sich dann, warum haben Sie oder warum sind Sie eher alleine unterwegs mit Ihrer Marke? Warum machen die anderen nicht mit? Was ist eigentlich der Grund dafür, dass man eben, sagen wir mal, bei den Reinigungsmitteln, wo ich mich jetzt ganz gut auskenne, dass man eben sehr viele Firmen sieht oder jedenfalls sehr viele Brands. Sie haben ein Alleinstellungsmerkmal. Warum machen die anderen nicht mit? Ist das, ich meine, wir müssen natürlich immer sehen, dass wir in der Bevölkerung Akzeptanz bekommen. Aber ich habe nicht das Gefühl, als ob man sagen würde, ah nee, Nachhaltigkeit finde ich doof, das kaufe ich extra nicht, weil ich eben unnachhaltig sein möchte. Sondern nein, jeder möchte ja nachhaltig sein. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Ihre Produkte so viel teurer sind als die anderen. Also, und ob das jetzt eben das Reinigungsmittel eben 20 Cent mehr oder weniger kostet, ist ja letztendlich auch jetzt nicht so schlimm, weil man gar nicht davon so viel verbraucht, sodass es also auch gar nicht so sehr ein Preisproblem ist. Aber warum machen die anderen nicht mit? Das verstehe ich nicht. Weil die Ablenkungsfallen derzeit nur funktionieren und viel billiger sind. Zum Beispiel, wenn ich nur eine Limited Edition aus Rezyklat mache, die dann in der Werbung immer ins Schaufenster stelle und sage, ja, Marke XY hat jetzt Limited Edition aus 100% Rezyklat, toll, 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 toll. Ja, wir sind jetzt auch super grün, tue aber die anderen 95% meines Sortiments auf Virgin lassen,
dann merken es viele erstmal nicht, dass das nur eine Limited Edition ist und dass das Gros der Verpackung aus dem billigen Stoff weitergemacht wird. Wenn ich eine Abfüllstation irgendwo hinstelle und suggeriere, da haben wir doch perfekte Kreislaufwirtschaft, da können die Leute ihre eh schon da Gebinde wieder auffüllen, ist doch wunderbar. Und dann stopfe ich die voll hinter der Abdeckungskulisse das des Zapfsystems mit Kanistern, die noch mehr Plastik machen. Also all diese Ablenkungsfallen sind es, die dem Konsumenten sogar auf irreführende Weise, wie es die Landgerichte jetzt auch suggerieren, gerade bei dem Thema CO2-Kompensation vormachen. Ja, man macht doch schon etwas, obwohl man es eben nicht macht, weil es einfach günstiger ist, abzulenken. Herr Schneider, das ist der Grund. Wir hören ganz kurz Klaas Öhlmann, wie er das sieht, warum die anderen nicht irgendwie sagen, ja, wir wollen auch alle so sein wie der Schneider. Ja, wenn Sie mir erlauben, gehe ich noch mal kurz auf die von Herrn Schneider, dem Herrn Lang zugeschriebene Macht ein. Das finde ich bemerkenswert. Das wundert mich, dass, also wenn diese Macht so wäre, dass Herr Lang damals die Umlegung verhindert hätte, wäre das ja ein interessanter Machtfaktor. Aber ich möchte doch, und da sind wir, glaube ich, kurz vor einer Ablenkungsfalle, ein paar Sachen dazu sagen. Erstens, diese Abgabe, es ist keine Steuer, es ist eine Abgabe, wurde von der EU ins Leben gerufen, um Lücken im Haushalt zu stopfen, ohne jeden Lenkungswirkungsansatz. Man hat den Mitgliedstaaten übertragen, macht mal irgendwas damit. Zweiter Punkt, die EU hat nicht gesagt, das wird auf Neuware umgelegt, sondern auf nicht recycelte Mengen an Kunststoffverpackungsabfällen. Also da frage ich mich schon, muss ich schon sehr kreativ werden, dann Lenkungswirkung rauszulesen? Und drittens, ja, Deutschland hat das bis heute nicht umgelegt. Das steht im Koalitionsvertrag. Beschlossen wurde das natürlich in der Vorgängerregierung, das stimmt. Wenn man mal ein intelligentes Konzept macht und sagt, so, wir belasten jetzt Verbrenner in Verkehrbringer, man hat ja viele Möglichkeiten. Und das Geld, was man da einnimmt, 1,6 Cent pro Flasche, habe ich nicht nachgerechnet, das steckt man zum Beispiel in einen Fonds, der ja auch im Koalitionsvertrag steht, für recyclinggerechtes Design oder solche Sachen. Aber warum macht es dann Frankreich? Die haben das ja schon umgelegt. Kann man das nicht einfach abschreiben? Ich kenne die französische Regelung nicht, aber das war mir jetzt nochmal wichtig. Es ist keine Steuer. Man kann intelligente Sachen machen. Die EU hatte aber damals nie die Intention, damit die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Also das, und wenn wir behaupten, das sei eine Steuer, die EU so angelegt hätte, dass wir damit die Kreislaufwirtschaft fördern, dann ist das für mich eine Ablenkungsfalle. Aber Sie sagen selber, man muss an die Preise ran. Was schlagen Sie ja, dann klar. vor? Also ne, wie gesagt, man kann ja intelligente Sachen mit Mehreinnahmen machen, sowas wie recyclinggerechtes Design fördern etc., auch den Rezyklateinsatz, ne, Preise, Herr Schneider hat es richtigerweise angesprochen, diese Schwankungen, die wir da haben im Rohmaterial im Gegensatz zum Rezyklat und die hochqualitative Produktion für Rezyklat, die braucht Investitionssicherheit, das kann Herr Schneider viel besser sagen als ich. Da müssen wir an die Preise ran, das teile ich total. Nur die Darstellung hat mir eben nicht gefallen. Zweiter Punkt, Sie hatten ja gefragt, warum ist Herr Schneider allein und niemand anders ist da. Das ist sicherlich, sagen wir mal, noch nicht so systemisch angelegt. Ich glaube insbesondere die großen Konzerne, von denen wir auch schon geredet haben heute, brauchen aufgrund ihrer Größe länger, klar, die Anreize müssen passen und dann tut sich auch was. Das Risiko, was Herr Schneider dankenswerterweise in seinem Unternehmen selbst übernommen hat, das tun halt auch schon richtigerweise gesagt in anderen Unternehmen Aktionäre, da wird es schon nicht mehr so leicht. Aber Preise bin ich voll dabei, das ist ein marktentscheidender Faktor. Okay, bevor aber, wir, bitte. Also ich meine, an ganz vielen Stellen sieht man ja, dass sozusagen auch die politischen Rahmen trotzdem nicht da sind. Also wenn wir haben eine neue Verpackungsverordnung, wir haben immer noch PVC im Verpackungsmüll und es gibt immer noch über 2% PVC, was für Verpackungen zugelassen wird und an diesen Stellen sagt keiner, nö, ist verboten. Und das führt dazu, dass die Recycler große Schwierigkeiten haben, diesen Müll dann auch wirklich zu recyceln. Das sind ja ganz viele Stellen, an denen sozusagen eine Kreislaufwirtschaft, so wie sie sein sollte, aufgehalten wird, auch durch das, wo anscheinend sozusagen Rahmenbedingungen gegeben werden, die aber halt am Ende gar nicht dazu führen, dass wirklich sozusagen auf Design gesetzt wird, dass wirklich am Anfang der Anreiz dafür da ist, die Dinge ganz anders zu gestalten. Und
dann kommen wir halt dazu, dass das sozusagen Einzelne machen. Und ich meine, man muss ja sagen, das ist ein Unternehmen, das hier vorläuft und das zeigt. Und das steht dem natürlich auch gut an der Stelle. Also das, da, deswegen passt das natürlich dann auch dafür. Aber es muss doch sozusagen klar werden, dass das Standard wird und dass das nicht nur was ist, was, weil es gut passt. Janine Corduan, helfen Sie uns nochmal. Forschende des Fraunhofer Instituts für Umweltsicherheit und Energietechnik haben ein Pro-Kopf-Plastikbudget errechnet. Das ist also das, was die Natur gerade noch verkraften könnte. Ist das eine gute Idee? Könnte man damit weiterkommen? Ist das etwas, wofür Sie auch kämpfen würden? Ja, also die rechtlichen Rahmenbedingungen sind genau das, was uns fehlt, damit wir da auf so ein Level Playing Field kommen. Also Frau Riefan hat es auch gesagt, also wir brauchen definitiv keinen Mehrweg oder unverpackt, übrigens auch nochmal mehr als Recycling, als schöne Ausnahme, sondern wir brauchen das als Standard. Und das wird sich nur etablieren, wenn wir diese Ressourcenschutzziele und auch für die einzelnen Sektoren etablieren. Also wir müssen darüber reden, wie können wir diese großen Ströme reduzieren. Und das werden wir nur gesetzlich. Wir brauchen natürlich einen intelligenten Policy-Mix, wie es immer so schön heißt. Aber ohne einen gesetzlichen Rahmen und ohne Budgets werden wir nicht weiterkommen. Wir sehen das ja auch bei der Mehrwegquote. Die dümpelt seit vielen Jahrzehnten mittlerweile bei 40%, obwohl wir sogar eine gesetzliche 70%-Regelung da im Verpackungsgesetz haben. Wir brauchen also ein übergeordnetes Gesetz, was dazu führt, dass wir in allen Sektoren reduzieren. Und ich wollte noch mal zwei Sätze verlieren zu den LNG-Terminals. Da ging es mir vor allem um die Überkapazitäten, die ganz eindeutig geschaffen wurden, also die den Status quo erhalten. Wir wissen, die Plastikproduktion ist der größte industrielle Öl-, Gas- und Stromverbraucher in Deutschland. 42% des Ölbedarfs, 24% des Gasbedarfs, 18% des Strombedarfs gehen allein für die Plastikproduktion, werden verwendet. 40% davon in der EU sind Einwegverpackungen. Also wir könnten jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit beim Shop verpacken und Mehrweg unverpackt als den neuen Standard einführen. Also nicht nur den Status quo halten, sondern zukunftsfähig investieren und das Ganze in Gesetze gießen. Und noch zwei Sätze auch zu den ganzen Arbeitsplätzen, die ja angeblich immer verloren gehen. Wir wissen, dass gerade im Einwegverpackungsbereich vor allem die Verpackungshersteller und auch die großen Händler profitieren. Würden wir umstellen auf unverpackt Mehrweg, gibt es eine wunderbare Studie aus Österreich, die sagt, die Profite sind gar nicht so anders, sie sind einfach nur anders verteilt. Also wir hätten natürlich mehr bei den Logistikunternehmen. Und eine aktuelle Studie von Friends of the Earth, die heute veröffentlicht wurde, unter den Öl- und Gasarbeitern, also den Mitarbeitenden auf diesen Plattformen und so weiter, belegt nochmal, dass der Großteil absolut bereit ist, umzustellen, auch andere Arbeitsplätze anzunehmen, wenn das faire Lohnbedingungen sind oder eben im erneuerbaren Energiebereich. Also die Bereitschaft ist viel höher, als man denkt, auch woanders und anders zu arbeiten, wenn das gesellschaftlich begleitet und gut gesamtgesellschaftlich umgebaut wird und gute Arbeitsplätze da geschaffen werden. Also ich denke, wir sollten wirklich auch diese Krisen nutzen, um gesetzlich nachzusteuern und dann an der einen oder anderen Stelle natürlich gerne auch noch mit bestimmten preislichen Sachen, das fordern wir natürlich auch immer, Einwegabgaben und solche Dinge, die können gerne flankieren. Und es ist auch wichtig, dass wir da den primären Ressourcenverbrauch, also auch Rezyklate fördern und so weiter. Aber insgesamt werden wir nur in einen annehmbaren Bereich, sowohl für einfach für den Planeten kommen, wenn wir so die großen Schritte gehen. Also ein Ressourcenschutzstammgesetz mit Zielen und so weiter. Ja. Große Schritte ist. Und das Ganze dann gerne ergänzen. Aber große Schritte ist ja nicht unbedingt jetzt die ganze Zeit immer nur von unverpackt zu sprechen an solchen Stellen. Ne? Also ich glaube, da muss man halt schon auch gucken, wenn wir sehen, wie als wir sozusagen Zeiten hatten, wo wir noch keine Verpackung hatten, wie viele Dinge kaputt gegangen sind, wie viel wir an Materialverlusten auch haben, wie viele Sachen schlecht geworden sind. Also sozusagen, ich glaube nicht, dass das unbedingt die Fragestellung ist, dass wir sozusagen nur über unverpackt sprechen sollen, sondern wie verpacken wir und wie müssen wir die Dinge gestalten. Also Plastik nicht verdammen, aber besser wertschätzen. Ja, also das ist. Ich habe ja auch unverpackt und Mehrweg als das neue Normal gesagt und nicht nur unverpackt. Mhm. Also natürlich beides in Kombination, je nach Produkt. Meine Damen und Herren, bevor wir zu Ihren Fragen, Ideen und Anregungen
kommen, denn davon braucht es ganz offensichtlich noch sehr viele, muss ich Frau Cech-Kunduz noch einmal fragen. Es gibt einen sehr radikalen Vorschlag, und zwar von der Taz-Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann, die sagt, man müsse es jetzt machen wie die Briten 1939. Man brauche eine Art Kriegswirtschaft, die auf staatlicher Planung und Rationierung basiere. Die Wirtschaft, soll das heißen, muss kontrolliert geschrumpft und die knappen Güter müssen begrenzt werden. Und der Staat macht sozusagen Vorgaben, welche Produkte haben jetzt Priorität. Was von diesem Vorschlag können Sie annehmen? Hört sich auf den ersten Blick ganz gruselig an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kriegswirtschaft ist sowieso, jetzt sagen wir mal ein Wort, wo ich jetzt sagen würde, das passt also in die aktuelle Landschaft, jedenfalls was diese Fragen anbelangt, nicht so richtig. Aber wenn man sagt, dass das Bild soll eine gelenkte Planwirtschaft sein, es soll sehr viel Staatsinterventionismus sein, so ist das eben nicht etwas, was mit unserer Wirtschaftsordnung einhergeht. Und ich glaube, wenn man dann immer auch auf China guckt und dass da Dinge eingeführt werden und dann wird das so durchgezogen und so, da klingt immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Bewunderung mit, aber so nach dem Motto, ja, die machen das alles sehr planmäßig und da läuft das dann eben. Ich finde das alles ganz schrecklich. Also ich finde das eben schon richtig gut, wenn bei uns die Wirtschaft eben mitmacht mit natürlich innovativen Ideen und natürlich mit Leitplanken, die von der Marktwirtschaft, von einer sozialen Marktwirtschaft, von einer ökologischen sozialen Marktwirtschaft kommen, dann ist das genau richtig. Aber wir müssen auch um Akzeptanz kämpfen. Also ich glaube, es nützt eben nichts, wenn man jetzt staatlicherseits vorgibt, so das sind jetzt die Produkte. Also ich glaube, da würde ganz viel von Innovation würde einfach wegfallen. Es würden Anreize nicht mehr da sein. Die Preise geben ja eigentlich auch eben immer Signale irgendwie, was die Leute haben wollen. Also ich finde das ehrlich gesagt ein ganz gruseliges Bild, was Sie da gemalt haben. Und dann gibt es noch einen Weltherrscher, der das sozusagen alles vorgibt für die komplette Welt, weil ja eigentlich sozusagen, wenn nur wir das machen, das ja so ein bisschen wenig bringt in der ganzen Bilanz. Meine Damen und Herren, wir sind auf der Suche nach dem perfekten Kreislauf. Wir brauchen Ihre Fragen, Ideen, Anregungen. Bitte schön, es gibt ein Mikro, das kommt sofort. Dankeschön. Katharina Reuter, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Bernhard Merz ist ja auch bei uns Mitglied. Wir sind die Stimme der nachhaltigen Unternehmen. Ich habe drei Punkte, zwei zum BDI und einmal noch sozusagen die Antwort, die so ein bisschen schwammig beantwortet wurde. Warum gibt es so viele Unternehmen, die noch nicht ganzheitlich nachhaltig aufgestellt sind? Der Rat für nachhaltige Entwicklung weist ja nach, dass es weniger als 1% in Deutschland sind, ja, unserer Unternehmen, was verdammt wenig ist. Warum ist das so? Weil es sich verdammt nochmal einfach rechnet, die Umwelt, das Klima und die Menschenrechte auszubeuten. So, das kann man, finde ich, auch mal laut sagen. Und jetzt die zwei Punkte zum BDI. Ich finde es ganz schlimm, dass Sie so tun und die Lobbymacht vom BDI quasi kleinreden, weil es gibt so viele Untersuchungen, sei es von Lobbycontrol, Abgeordnetenwatch und anderen, die das belegen, dass es Copy and Paste Papiere sind aus dem BDI, die in den Verwaltungen abgeschrieben werden. Und das Zweite ist, wenn Sie sagen, Preise haben ganz maßgeblichen Faktor quasi, und ich stimme dem zu, denn unsere Marktwirtschaft funktioniert über Preise und deswegen brauchen wir das natürlich auch für die sozialökologische Transformation. Sie haben gesagt, maßgeblicher Faktor. Das heißt, ab heute ist der BDI ein Mitstreiter an unserer Seite für die Abschaffung der also dass sozusagen die Mineralölsteuer künftig auch für Rohöl in der Kunststoffproduktion gilt. Das nehme ich super gerne aus dem Abend mit. Vielen Dank, Klaas Öhmann. Sind Sie richtig verstanden worden? Ja, Sie erwähnen den BDI ja öfter in Ihren Pressemitteilungen, deswegen kein Problem. Wenn Sie mich nicht namentlich zitieren mit dem Zitat, was Sie gerade selber entwickelt haben. Was soll ich darauf antworten, wenn Ihnen empirische Studien über das, was vom BDI so abgeschrieben wird und nicht vorliegen, dann ist das völlig okay. Ich kann nur sagen, ich stehe hier für die BDI-Initiative Circular Economy und alles, was wir verfassen, steht auch im Internet. Deswegen ist es kein Geheimnis und vielleicht auch ein Nachweis. Wenn Sie da was finden, was so gut ist, was abgeschrieben wird, finde ich das auch in Ordnung. Mehr kann ich dazu und will ich dazu auch nicht sagen. Vielen Dank. Gibt es weitere
Bitte schön, hier vorne. Ja, schönen guten Tag, Martin Pfaffenbach, mein Name. Ich bin von der Stiftung Klimawirtschaft. Auch wir arbeiten mit unseren Mitglieds- und Förderunternehmen daran, dass die Unternehmen befähigt werden, den Weg zur klimaneutralen Transformation gehen zu können. Frau Cech-Konduros, Sie haben ja die Rohstoffstrategie angesprochen, die Sie im BMWK überarbeiten wollen. Auch das BMUV plant mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie ein Papier jetzt auf den Weg zu bringen, wie wir die Kreislaufwirtschaft in Deutschland in der Wirtschaft etablieren können. Jetzt sind beides Strategien, sprich aus beiden Papieren ist wahrscheinlich erstmal nicht zu erwarten, dass sich daraus konkrete Vorgaben entwickeln, dass wir in die Preise gehen, dass wir über Rezyklatquoten reden, die verbindlich auch in den nächsten Jahren umgesetzt werden können. Meine Frage an Sie, was können wir denn von der Bundesregierung in dieser Legislatur noch erwarten an konkreten Maßnahmen, wie tatsächlich Fortschritt auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft realisiert wird? Und vielleicht in die Runde die Frage, was wünschen Sie sich denn von der Bundesregierung, was wir in dieser Legislaturperiode noch angehen? Frau Cech-Konduros. Ja, herzlichen Dank. In der Tat, es gibt sowohl von unserer Seite Wirtschaftsministerium das Eckpunktepapier zur Rohstoffversorgung. Das ist eine Fortschreibung, eine Ergänzung unserer Rohstoffstrategie von 2020. Wir beabsichtigen nicht, eine neue Strategie zu entwickeln, was jetzt die Rohstoffe anbelangt. Wir werden uns einbringen in die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie-Diskussionen. Da wird es ja auch über das gesamte Jahr, Restjahr jetzt 2023, einen breiten Beteiligungsprozess geben. Jetzt sagen Sie zu Recht, Strategien sind, ja, sind eben Meinungsbekundungen, beschriebenes Papier, aber da passiert noch nicht besonders viel. Also wir machen gerade in Bezug auf die Metalle und Mineralien, die jetzt heute nicht im Fokus dieser Diskussion stehen, aber wo wir eben jetzt auch gerade von meiner Unterabteilung besonders dran arbeiten, weil sie eben so wichtig für die Transformation sind, weil sie eben so wichtig für die Windkraftanlagen sind, für die Elektromobilität, für die Wärmepumpen. All das benötigt eben Metalle und Mineralien. Deswegen sind wir da aus meiner Unterabteilung besonders darauf fokussiert. So, dazu haben wir eine Dialogplattform Recyclingwirtschaft ins Leben gerufen bei der DERA. Das ist unsere deutsche Rohstoffagentur, eine zu unserem Geschäftsbereich gehörende Agentur, die sich mit Rohstoffen eben beschäftigt. Die hat einen breiten Beteiligungsprozess gestartet in Bezug auf 8 Stoffströme, die man sich da besonders angeguckt hat, zum Beispiel für Aluminium, für Kupfer, für Industriemineralien. Und zwar, und das ist, glaube ich, der interessante Teil dabei, eben in Zusammenarbeit von den Stakeholdern, das heißt eben von Unternehmen, Verbänden, aber eben auch der Zivilgesellschaft, was eben ganz wichtig ist, damit man eben möglichst da doch zu Ergebnissen kommt, die eben allseits akzeptiert sind und wo man sagt, das ist richtig gut durchdacht. Da wird es dann den Endbericht im Herbst geben, September, Oktober, wo dann eben für diese jeweiligen Stoffströme genau aufgezeigt wird, wo sind die Hindernisse, die es jetzt gibt, was gibt es für Handlungsempfehlungen, die daraus resultieren. Das heißt, uns wird das präsentiert als Bundesregierung, als Wirtschaftsministerium, was man da sich konkret vorstellt. Insoweit eben kommen dann aus diesen Strategien dann auch eben konkrete Dinge. Und das machen wir parallel auch zur nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Auch dort wird es einen breiten Beteiligungsprozess geben. Auch dort werden dann aber schon Maßnahmen in Angriff genommen, wo man eben sagt, okay, das kristallisiert sich raus, das bringt etwas, was zum Beispiel Rezyklateinsatzquoten anbelangt bei bestimmten Stoffströmen. Aber wir machen das spezifisch für die Stoffströme und nicht als allgemeines Gesetz, sondern eben dann jeweils bezogen auf den jeweiligen Stoffstrom. Und wir versuchen eben einfach so Akzeptanz herzustellen, indem man eben möglichst breit beteiligt und alle sich einbringen können in diese Prozesse. Die Wünsche behalten Sie alle im Hinterkopf, bitte. Wir haben sehr, sehr viele Meldungen. Sie waren als Nächster dran. Bitte schön. Thomas Gabrielczyk. Ja, Thomas Gabrielczyk von European Biotechnology Magazine. Ich hätte eine Frage an Frau Cech-Konduros. Vielleicht könnten Sie einmal vorstellen,
was die EU im Rahmen ihrer Kunststoffstrategie mit den Einmalplastikverpackungen vorhat. Die wird im zweiten Quartal 2023 vorgestellt werden und wie Sie die Auswirkungen auf die Industrie einschätzen. Und zum Zweiten hätte ich ganz gerne mal ein paar Zahlen zum Recycling. Der Herr Schneider hat ja schon angesprochen, dass Incineration, also Verbrennung, einen Großteil ausmacht. Ich habe aber auch gehört, dass unter anderem nicht nur dann mechanisches und chemisches Recycling darunter fällt, sondern auch Müllexporte. Und da fehlt mir so eine Zahl. Wie viel Anteil an den 13% hat denn dieser Müllexport zum Beispiel nach Asien? Okay. Frau Cekundouras, was ist von der EU zu erwarten? Von der EU zu erwarten, ehrlich gesagt, liegen mir dazu noch keine weiteren Informationen vor. Also insoweit kann ich da jetzt auch als Bundesregierung noch gar nichts zu sagen. Was wir nämlich gerade erwarten, und deswegen hatte ich jetzt gehofft, dass Ihre Frage sich eher auf den Critical Raw Materials Act beziehen würde, auf den wir ja alle jedenfalls, was die Minerale und Metalle anbelangt, warten, was ja am 14. März kommen soll. Da, glaube ich, sind wir schon einfach ein bisschen dichter dran bei der europäischen... die kritischen Rohstoffe, Lithium. Um irgendwie da jedenfalls so die ersten, dass man eben weiß, wohin da die Reise gehen wird. Da bin ich auch dann mal gespannt, was tatsächlich dann am 14.03. Rauskommen wird. Und in Bezug auf die Frage, wie viel geht von unserem Abfall in den asiatischen Raum, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Herr Schneider, haben Sie Daten zur Recyclingverbrennung außer der 9% recycelte Ware der OECD? Also ich kann jetzt auch nicht mit präzisen Zahlen bis in die Kommastelle aufwarten, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen der Attraktivität von Recyclingmärkten und den Ausflüchten auch in Richtung Müllexporte. Es gibt ein altes Sprichwort in Deutschland, zumindest in der Müllindustrie, das heißt, Müll nimmt immer den billigsten Weg. Das heißt, solange es keine Märkte für Rezyklate gibt, wird es große Anreize geben für grenzkriminelle Organisationen, das dann nach Bulgarien oder sonst wohin irgendwo zu exportieren, anstatt aufzubereiten und dann auch wirklich mit einem angemessenen, legitimen Gewinn dann als Rohstoff wieder aufbereitet verkaufen zu können. Und deswegen gibt es auch, wenn man dort gesetzlich versucht, das einzudämmen, immer noch diesen Effekt, dass leider gewisse Mengen tatsächlich immer noch exportiert werden. Das müsste aber nicht sein. Sie können bei der OECD nachschauen, die haben dazu die Daten. Ich kann gerne die Zahlen ergänzen. Wer darf ich? Ja, gerne. Also im Bereich Plastik ist es also wirklich eine gute Frage, die Sie da gestellt haben. Ist es so, dass wir so Zahlen aus der Kunststoffindustrie bekommen, die sich anschauen, wie viel kommt denn bei den Recyclinganlagen an? Wie viel wird davon stofflich recycelt in Deutschland? Was sind vor allem auch die Verluste in den Anlagen? Und die sind auch relevant. Und das meinte ich übrigens auch, als ich gesagt habe, dass wir uns nicht aus der Krise raus recyceln können. Wir haben also wirklich bei jedem Recyclingvorgang relevante Materialverluste und auch Sortierverluste, die alle in den Zementwerken landen, da als Treibstoff. Das ist natürlich keine Kreislaufwirtschaft. Tatsächlich ist es so, dass etwa 5%, was bei den Recyclinganlagen ankommt, also bei den Anlagen, die im gelber Sack, gelbe Tonne und so weiter sind, werden 5% eben exportiert. 30% werden tatsächlich weiterverarbeitet zu Rezyklat in Deutschland und der Rest wird verbrannt. Das heißt, wir haben eigentlich eine Recyclingrate von so 30%. Aber was darin nicht enthalten ist, sind tatsächlich, das ist das ganze Plastik, was in der schwarzen Tonne und im Restmüll und in den Gewerbemülltonnen landet. Das heißt, eigentlich ist die Recyclingquote noch schlechter und sie verbessert sich auch nicht. Also wenn man sich die Zahlen 2019, 2021 anschaut, hat sich da nur ganz leicht was verbessert. Von daher ist da noch viel Luft nach oben, aber eben auch insbesondere im Bereich Vermeidung, Mehrweg, unverpackt, langlebige Produkte, nicht nur im Verpackungsbereich, aber auch bei Elektrogeräten und so weiter, da müssen wir ran. Weil selbst wenn die Recyclingquote ein bisschen steigt, vernichten wir viel zu viel Plastik. Viel zu viel Plastik an sich, bei Elektrogeräten ja noch viel mehr, Metalle, seltene Erden und so weiter. Also das ist wirklich noch, da sind viele Baustellen zu holen. Und deshalb brauchen wir auch den gesetzlichen Rahmen,
um den Druck aufzubauen. Denn mit Freiwilligkeit werden wir das nicht richten. Ich habe das heute Abend nur so oft schon gehört. Also dazu will ich trotzdem gerne mal sagen, ich höre so oft das Thema Langlebigkeit und es geht immer darum, alles muss langlebig sein. Das ist aber eigentlich einfach nicht der richtige Ansatz. Es geht um das Nutzungsszenario und wo landet das Material, wo kommt es hin? Und wenn wir darüber sprechen, dass wir sozusagen uns nochmal irgendwie auch irgendwie Bewusstsein schaffen müssen, dann müssen wir auch nochmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was eigentlich eine echte Kreislaufwirtschaft sein muss. Wenn alle irgendwas in Kreisläufen führen, was am Ende irgendwo landet, aber nicht beim Design anfangen und sich überlegen, was ist das Nutzungsszenario, wo landet mein Material am Ende? Und natürlich muss ich das so gestalten. Und dann sehe ich, dass sowas wie irgendwie der gelbe Sack rauskommt, wo halt am Ende einfach alles drin landet, egal ob es eigentlich für eine Kreislaufwirtschaft designt ist oder nicht und sich nicht von vornherein überlegt wurde, wo müssen meine Materialien hin, wie müssen sie gemacht sein. Wir haben gerade diese Diskussion wieder, die eigentlich 30 Jahre alt ist, über die perfluorierten Substanzen. Das ist absurd, dass wir die jetzt führen. Das ist ein langlebiges Material, was wir wieder am Polar finden oder in der Muttermilch finden. Es geht nicht um Langlebigkeit. Es ist schlecht, dass dieses Material langlebig ist und da zu finden ist, sondern es geht darum, um Definition, wofür wir es brauchen. Deswegen Nutzungsszenarien denken. Okay, ja, vielen Dank. Ich muss da nochmal widersprechen. Also Langlebigkeit hat natürlich was mit Produktdesign zu tun. Und wir müssen Produkte erhalten und nicht alles ständig irgendwie recyceln wollen mit allen Material- und Energieverlusten, die damit einhergehen. Natürlich hat das was mit Produktdesign, mit Nutzung zu tun. Und am Ende, dass wir es reparieren und recyceln. Also für mich ist das kein Widerspruch, sondern gehört dazu zusammen. Okay, wir gehen mal zu den Publikumsfragen weiter. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich bin Franziska Wehinger vom Umweltbundesamt. Ich habe drei kleinere Fragen und würde jetzt auch so ein bisschen weg von Verpackung und Plastik wollen, nochmal sozusagen zur Gesamtvolkswirtschaft und den großen Stoffströmen. Frau Cekondou-Ross, wir hatten ja vorhin schon gesprochen über eventuelle Reduzierungspfade und sozusagen eine Zielarchitektur, wo wir hinkommen wollen mit den Ressourcenströmen. Und wir beobachten auch in der Diskussion des Klimaschutzes, dass es da relativ gut funktioniert, wenn wir diese Pfade vor uns haben, wie viel wir reduzieren wollen bis 2030, 2040, 2050. Mich würde jetzt interessieren, ist das vorgesehen in der Legislaturperiode und wenn ja, in welchen Stoffströmen und sozusagen wie steil und wenn nein, wieso nicht? Die zweite Frage, da bin ich jetzt dankbar, Frau Kriefern, dass Sie nochmal drauf eingegangen sind. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, die Frage des Produktdesigns, weil es ist ja nicht so, dass alle Lösungen schon da sind, um alles wieder zurück in den Kreislauf zu bringen. Ein Problem ist ja, dass die Stoffe viel zu stark miteinander vermengt sind in der Produktion des Produktes und die dann wieder auseinanderzunehmen, ist ja sehr schwierig. Das heißt, auch jetzt sozusagen aus BDI-Sicht, man müsste ja viele Produkte einfach ganz, ganz neu denken. Und da ist auch die Frage, also wie fangen wir das jetzt an? So, das muss ja jetzt sozusagen einfach auch mal in die Hand genommen werden. Und gerade im Rahmen der Kreislaufwirtschaftsstrategie wäre jetzt ja ein guter Ansatz, wirklich auch einzufordern, dass jedes Produkt kreislauffähig gestaltet und designt wird. Das sehe ich aber noch nicht in der Praxis. Und die dritte Frage, Frau Corduan, ist so, was Sie vorhin auch erwähnten, die Wachstumspotenziale, die Beschäftigungspotenziale, das wird immer gesagt. Mich würde einfach mal interessieren, also um welche Zahlen handelt es sich da eigentlich? Ja, es gehen Arbeitsplätze verloren, netto gewinnen wir aber viele und es sind wahnsinnige Märkte, wird gesagt, aber also sozusagen gibt es da irgendwelche Studienzahlen zu? Fangen wir bei Frau Corduan an und den Arbeitsplätzen und kommen dann zu Ihnen, Frau Cekondou-Ross. Ja, tatsächlich gibt es keine umfassende Studie dazu. Es gibt immer nur so Einzelstudien, Reparaturbereich gibt es eine Studie, aber es gibt keine umfassenden Zahlen dazu. Wir können uns aber doch vorstellen, wenn wir von einer Linearwirtschaft weggehen, in der sehr viel verbrannt, sage ich mal, tatsächlich auch wird, wenn man sich es real anschaut, verschwendet wird und Produkte eben länger genutzt werden sollen, wir andere Modelle, auch Sharing-Modelle und so weiter etablieren wollen, können wir uns, glaube ich, gut vorstellen, dass das Ganze arbeitsintensiver wird. Und ich denke auch, dass das mit Studien unterlegt werden sollte. Und ich sehe da aber ganz ehrlich auch, dass BMUV, aber vor allem auch das BMWK in der, ja, vielleicht sogar Pflicht, doch mal solche Studien über die Potenziale auch der sozialen Innovation
und so weiter mal einen Auftrag zu geben, damit wir da konkrete Zahlen haben. Ah, klare Arbeit. Aber es gibt auch Zahlen teilweise. Also die EU hat schon Zahlen auch vorgelegt mit dem Green Deal, wo man sozusagen sich auch drauf berufen kann. So ist es nicht. Es ist gar keine Zahlen dazu. Aber womöglich kann man noch mal eine umfassende, konkretisierende Studie machen, Frau Czekonke. Man kann immer für alles eine Studie machen, bevor man anfängt dann zu handeln. Das ist ja genau das Problem, dass wir sozusagen immer in Deutschland erstmal zu allem eine Studie machen und dann haben wir weiter was zu tun, ne? Also, was tun Sie? Ja, das leitet dann eben tatsächlich zu Ihrer ersten Frage über. Ja, in der Tat, wie ich schon gerade gesagt habe, bei unserer Recycling-Plattform der DERA, das ist schon etwas in Bezug auf die einzelnen Stoffströme, wo wir sagen, okay, das soll so konkret sein, was die uns an Handlungsempfehlungen geben, dass wir damit etwas anfangen können, und zwar relativ zügig und vor allen Dingen noch in dieser Legislaturperiode. Denn ich kann Ihnen sagen, dass meine Hausleitung schon auch erwartet, dass wir mit ganz konkreten Dingen am Ende rauskommen, wenn wir eben solche breiten Beteiligungsprozesse machen und so. Wir machen das ja nicht, um uns selbst zu beschäftigen, sondern um einfach Dinge herauszukristallisieren. Wo kann man am schnellsten etwas machen? Was ist am gewinnbringendsten im Sinne von, das hat den größten Effekt. Also deswegen, das sind schon Dinge, die uns umtreiben und da wollen wir relativ schnell sein. Ja. So, jetzt haben wir noch drei Fragen, meine Damen und Herren. Eine dort hinten. Vielleicht darf ich noch kurz zum Produktdesign antworten, das was aufgeworfen wurde. Nur ganz kurze Zustimmung. Ja, das ist in vielen Bereichen ein neuer Denkansatz, Kreislauffähigkeit ins Produktdesign einzubauen. Das ist bei manchen Produktgruppen leichter, bei manchen schwieriger. Ich mache nur ein ganz kurzes Beispiel, da haben wir auch wieder das Thema Langlebigkeit mit drin. Wo ist der ökologische Mehrwert zwischen Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit? Ne? Wo ist der Punkt, an dem ein Produkt so x Jahre halten sollte, man dann sozusagen vielleicht ein schwereres Material nutzt, dann ist es aber vielleicht nicht so reparierbar, wie auch immer. Also das ist im Einzelfall komplex, aber was feststeht ist, wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir brauchen dafür, Ökodesignverordnung aus Brüssel kommt ja auch, wir brauchen dafür wissenschaftliche Grundlagen, dass wir den Punkt, was ist eigentlich die ökologisch beste Lösung, wenn es ums Ökodesign geht, da müssen wir uns sehr, sehr intensiv drum kümmern. Und ich habe das Gefühl, da haben wir noch viel zu wenig Leute, auch für in der Kommission, aber auch sonst, damit wir sagen, was ist denn wirklich, und da bin ich auch bei Herrn Schneider, was ist denn wirklich ökologisch das beste Produkt? Mhm. Und das muss man dann auch so kennzeichnen dürfen und das muss verlässlich sein, das ist okay. Ganz klar. Wir kommen weiter zu den Publikumsfragen dort hinten, dann hier vorne und dann haben wir da noch zwei. Ja, guten Abend erstmal. Vielen lieben Dank für die Ausführungen. Kian Schweiger, Verband Deutscher Metallhändler und Recycler. Unsere Mitglieder sammeln, sortieren und bereiten Metalle auf, also haben Nachhaltigkeit in ihrer DNA, wenn sie so möchten. Das ist auch kein Geschäftsmodell, was es erst seit dem Green Deal gibt, sondern wird in Familienbetrieben schon über Jahrzehnte hinweg geführt. Für uns ist Kunststoff oder die Kunststoffdebatte ja eher so, da behandelt man den Werkstoff, der bei uns dann der Störstoff ist. Also bei uns geht es natürlich hier um Kupfer, Aluminium, Zink, das, was das Wirtschaftsministerium auch auf dem Podium angesprochen hat. Doch wir haben hier, glaube ich, ein gemeinsames Interesse, was ich heute noch nicht gehört habe, und das ist das Thema Akkubrände bzw. Lithium-Ionen-Akkus, die in allen Recyclingbetrieben auftauchen, egal ob Kunststoff, Papier, Metall, kommt es zu Bränden wegen einer falschen Erfassung und auch wegen anscheinend einer mangelnden Herstellerverantwortung. Und mich würde interessieren, so wie das Podium dort sitzt, müsste ja an einem Strang ziehen, vom Wirtschaftsministerium zum Industrieverband bis zum NGO. Wird es hier eine gemeinsame Initiative geben? Und wenn ja, wann? Und wo sehen Sie die Stellschrauben? Ja, da fragen wir wieder Frau Czekonduros. Ist das Problem erkannt? Das glaube ich schon, weil man liest es ja auch immer wieder. Ja, aber in den Beteiligungsformaten, die ich jetzt kenne, habe ich das noch nicht als Problem erkannt. Aber das kann, ist mir jedenfalls noch nicht zu Ohren gekommen. Aber jedenfalls kann das natürlich schon sein, dass das dann bei unserer Dialogplattform Recycling Wirtschaft eben vielleicht dann doch von jemandem aufgenommen wird. Und dann werden wir natürlich auch da versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden. Aber jedenfalls, wenn das als Problem erkannt wird, dann werden wir es auch adressieren. Ja. Na, sehr gut, das ist ja schon mal eine Zusage. Die nächste Frage kommt von dort. Günter Deus, Ökoinstitut. Ob es eine Frage wird, sei mal dahingestellt. Also das Problem, das eben hier genannt wurde, ist seit Jahren bekannt und seit Jahren unumstritten ein wichtiges Problem, das man angehen sollte.
man hat sich dem nur noch nicht angenommen oder nicht genügend angenommen. Ich möchte zwei, drei Plädoyers vielleicht hier zum Besten geben. Das eine ist, ich glaube, wir brauchen Rahmenbedingungen, die diejenigen, die sich ökologisch sinnvoll verhalten, nicht bestrafen, so wie es heute oft der Fall ist, über teurere Preise, sowohl bei den Kunden als auch bei der Industrie, die das herstellen. In beiden Fällen ist es so. Dafür müssen wir vielleicht, auch wenn es sehr komplex ist, das ist oft die Antwort, warum es nicht geht, unser Steuersystem mal dafür nutzen, was der Name auch sagt, nämlich um zu steuern. Zurzeit, wenn man Argumente hört, der Staat darf nicht so eingreifen. Das klingt immer so, als ob wir heute einen freien Markt hätten, der nicht beeinflusst ist. Das ist ja nicht so. Wir haben ja einen stark beeinflussten Markt. Arbeit wird über die Steuern teuer gemacht, Ressourcenverbrauch bleibt billig. Das ist eins unserer Probleme. Auch in der EU hat man das inzwischen erkannt und sagt, man muss zumindest schrittweise wegkommen dazu, Ressourcen quasi unversteuert der Industrie zu überlassen und dafür die Arbeit teuer zu machen, also davon zurückrudern. Das ist eigentlich gewollt, sollte endlich angegangen werden. Ja, es ist komplex, aber auch komplexe Probleme, wenn man merkt, dass man sie angehen muss, sollte man angehen. Und jetzt noch zwei, drei Beispiele. Ich glaube nicht, wie Sie eben gesagt haben, Herr Oehlmann, dass es eine große Konkurrenz ist zwischen Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit und Reparaturfähigkeit. Der Hauptgrund, warum nicht repariert wird, das sind nicht fehlende Ersatzteile, das sind nicht irgendwelche technische Probleme, das sind wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Reparatur, hoher Arbeitseinsatz, ist teuer. Neukaufen von billigen Produkten, die man überall nachgeworfen kriegt, die häufig noch nicht mal für monatelang ihre Funktion erfüllen können, ist teuer. Wenn Sie heute zu den Reparaturbetrieben gehen, die sagen Ihnen ganz genau, welche Geräte eine gute Qualität haben, weil nur qualitativ gute Geräte lohnt es sich überhaupt zu reparieren. Das ist der eine Punkt. Verleih, ganz wichtige Sache. Es hilft in der Tat nicht immer nur, dass die Lebensdauer verlängert wird. Bei Geräten, beispielsweise Bohrmaschine, jeder hat eine oder zwei zu Hause im Keller liegen, fast jeder zumindest, nicht alle, Gott sei Dank, aber fast alle. Nur die nutzt man pro Jahr 2-3 Minuten und dann nützt es auch nichts, wenn die Geräte lebenslänger gebaut werden. Nee, solche Geräte dieser Art, die müssen über den Verleih gehen. Aber okay. Jeder von uns geht irgendwo ins nächste Bauhaus oder die Konkurrenzmarke. Dort gibt es im Eingangsbereich durchaus heutzutage schon Verleihgeschäfte. Nur wenn ich dort für ein Wochenende zum Beispiel eine Bohrmaschine leihen will und gehe dann ins Geschäft und gucke, was die neue kostet, dann kauft halt jeder. Und das ist das Problem. Das heißt, wir brauchen Preise, die ein bisschen die ökologische Wahrheit sagen. Ein bisschen, am besten die ganze. Vielen Dank. Hier kommen die nächsten beiden Fragen. Ja, nochmal Umweltbundesamt, Martina Eick. Neben den Fachthemen mache ich auch Partizipationsforschung, sprich, und es ist ein paar Mal das Wort große, breite Beteiligungsprozesse bei den Strategieentwicklungen gefallen. Das finde ich schon eine spannende Geschichte, die man nicht so, weil der Prozess hat mit dem Ergebnis schließlich was zu tun. Und wer da beteiligt wird und in welcher Intensität, das ist immer eine spannende Geschichte. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie den Ansatz von Herrn Schneider, qualitativer Vertrauensaufbau, den er für Unternehmen vorschlägt, auch für solche Strategien im politischen Raum, für solche Prozesse adaptieren könnten. Also das ist immer sehr, es bräuchte kein Lobby-Control und keine sonst welchen ganzen Watch-Crews, wenn das alles so offen da läge, wer da wo mitwirkt. Vielen Dank. Und da kommt noch eine Frage von der Seite, es ist die letzte, glaube ich. Ah, nein. Habe ich falsch gesehen? Wunderbar, meine Damen und Herren, dann kommen wir jetzt zur schnellen Abschlussrunde. Und ich frage Janine Cordua, der erste Schritt, den die Regierung jetzt machen muss, also Ihr Wunsch an die Regierung, wie heißt der in einem Satz? Ressourcenschutzziele im Rahmen der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie zu etablieren.
Vielen Dank. Und Klaas Öhlmann, wann ist eigentlich Ihre Initiative überflüssig, weil sowieso alle die Circular Economy verinnerlicht haben? Da steckt die Antwort ja schon drin. Wenn alle die Circular Economy verinnerlicht haben, wenn Circular Economy am Industriestandort als Wertschöpfungsmodell funktioniert und sich das lohnt, dann ist das für mich erfüllt. Und können Sie eine Jahresangabe machen? Traue mich nicht. Vielen Dank. Nora-Sophie Griefahn. Wann streichen wir das Wort Müll aus unserem Wortschatz? Man sollte einfach gar nicht mehr über den Pink Elephant die ganze Zeit sprechen. Das ist ja genau der Punkt. Wir denken in Müll und wir müssen aufhören, in Müll zu denken, sondern in Nährstoffen zu denken und von vornherein die Dinge ganz anders gestalten und uns von vornherein überlegen, dass alles Nährstoff ist. Sie müssen bei der Duden-Redaktion anrufen, da steht das immer noch drin. Dankeschön. Susanne Tschech-Kunoros, welchen Satz aus dieser Runde tragen Sie direkt morgen an Robert Habeck weiter? Das fällt mir ehrlich gesagt schwer, weil ich glaube, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind bei uns im Ministerium, aber wir müssen auch challengen. Bei uns in der Bundesregierung. Von daher würde ich sagen, was ich ihm sagen würde, wäre große Unterstützung dieses Kreises hier für das, was er als seine Politik sieht. Vielen Dank. Und Reinhard Schneider, Ihr Verleger, der Jakob Radloff, der sitzt hier vom Ökom-Verlag, ist er der Geschäftsführer. Deshalb direkt an Sie die Frage, Ihr nächstes Buch, wie heißt das denn? Die Dinge, die Herr Habeck sofort umsetzen könnte, wenn er das macht, was der Herr Lindner in seinem Teil des Koalitionsvertrags bisher verweigert hat, umzusetzen, obwohl es drinsteht. Sie machen das Buch ein bisschen größer, ne? Vielen Dank, Reinhard Schneider, Susanne Tschech-Kunoros, Nora-Sophie Griefahn, Klaas Öhlmann und Janine Kornhorn. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Ed Carpenter, der Biologe, der als einer der Ersten schon Anfang der 70er Jahre eben vor dem Plastikmüll in den Ozean gewarnt hat, hat gesagt, wenn er eine Lehre aus seiner Geschichte heute ziehen könne, dann sei es diese. Bleib am Ball. Und glaub an das, was du für wichtig hältst. Folge deiner Nase. Er bereue es nicht getan zu haben. In diesem Sinne, bleiben Sie dran an der Kreislaufwirtschaft. Lassen wir uns nicht blöd sein, sondern werden Schritt für Schritt zumindest ein bisschen klüger. Ich bedanke mich bei Ihnen. Die Ablenkungsfalle, das Buch, gibt es dort vorne, wenn Sie weiter sich einarbeiten wollen, diskutieren wollen, dem kritischen Geist Reinhard Schneider weiter zuhören wollen. Und Sie sind herzlich eingeladen, noch etwas weiter zu diskutieren. Das geht am besten bei einem Glas Bier oder einem anderen Getränk und einer Brezel. Das finden Sie, wenn Sie die Treppe runtergehen, auf der rechten Seite. Und ich sage Ihnen jetzt herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und Mitdenken. Und tschüss, ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank.